Ich bin hier mit Kaffee bewaffnet aus meinem Hello Kitty Becher. Hello Kitty geht immer. Ja, ich hoffe, das interessiert euch überhaupt, aber ich bestelle eigentlich bei H&M hauptsächlich online, weil im Laden finde ich meistens nichts, aber online finde ich, ist das alles besser strukturiert und so. Und ich hoffe, das Mobile stört euch nicht im Hintergrund. Ich werde es vielleicht ausmachen. Jetzt könnte nur passieren, dass der Ben jammert. Auf jeden Fall habe ich für die Kinder bestellt und für mich. Und zwar einmal so einen Fischerhut. Ja, tatsächlich fängt er an. Das ist in der Größe 110, 122, aber ich finde immer, da können die Kinder, ja, so einen können sie halt auch größer tragen für Kai, für den Sommer. Okay, Mobile wird wieder eingeschaltet. Das wird wieder ein Chaos-Video. für Kai habe ich so Jogginghosen bestellt in 104 mit so Autos. Jetzt wird es erst recht wieder so ein Kindervideo, aber ich habe halt für die Kinder einiges bestellt. Den Bulli, den fand ich so süß. Dinnertime mit seinem Hai. Eben auch für Kai. In 110, 116. Der hat, glaube ich, nur 5 € gekostet. Und für Ben habe ich so einen mit Sunshine Incorporation Lazy Days. Mit einer Sonne. Dann habe ich für Ben so eine Jersey-Hose. Oh mein Gott, ich dachte, die hat Sterne. Ich glaube, ich habe die falsche bestellt. Und kennt ihr das? Also, falls ihr auch bei H&M bestellt, bei mir geht meistens dann echt wieder recht viel retour. Das ist auch noch für Kai ein Shirt mit Autos. Ein Bikinihöschen habe ich auch bestellt. Tatsächlich hatte ich oder habe ich den Bikini nämlich zu Hause und ich dachte, ich muss wahrscheinlich auf 38 umsteigen nach der Schwangerschaft. Die sind seitlich zu verstellen, sonst wird es wahrscheinlich auch nicht passen. Ich werde euch die Sachen, die ich für mich bestellt habe, ich werde die anprobieren und werde euch dann sagen, was ich davon nehme. Für meine Nichte habe ich das hier bestellt. Ist es nicht mega süß? Ja, da werden Mädchenträume wahr. So eine Schleife für die Haare. Fand ich so süß. Ah, das ist dann noch die Hose mit den Sternen. Eigentlich wollte ich zweimal so eine mit Sternen, aber verfehlt. Ach doch, ich habe zwei mit Sternen und trotzdem noch eine mit Anker bestellt. Naja. So, mein kleiner Besucher will auch schauen, was ich bestellt habe. Ich habe noch so eine Jeans für Kai bestellt und zwar eine, die man einfach wie so eine Jogginghose runter und raufziehen kann. Das finde ich ganz praktisch. Dann kann er sich selbst an- und ausziehen. Ja, und dann habe ich für mich eben ein paar Sachen bestellt. Einmal habe ich seinen Parka bestellt. Ich finde, der macht ziemlich fett. Ehrlich gesagt, vielleicht kann man das irgendwie noch enger machen, aber trägt trotzdem mega auf. Würde ich aber sonst eigentlich ganz cool finden. Ja, aber ich glaube, der geht zurück. Kleider habe ich auch bestellt und zwar dieses dunkelblaue. Das trägt mir persönlich aber um die Hüfte zu viel auf. Also passt einfach nicht so gut zu meiner Figur. Und dieses hier finde ich mega süß. Das schmeichelt meiner Figur sehr, aber ist halt extrem ausgeschnitten. Und ich habe jetzt keinen da, der mir irgendwie den Reißverschluss zumacht. Deshalb, ja, das ist, glaube ich, eher so ein Spaßkleid, wenn man sich verkleiden will. Ich würde das jetzt, oder ich wüsste keinen Anlass, wo ich das anziehe, wobei es echt sehr süß ist. Mit allen Tricks versuche ich Ben irgendwie happy zu machen. Ich habe noch seinen Rock bestellt und der ist einfach viel zu eng. Also der passt mir nicht. Der sieht hier riesig aus, aber der ist hier oben so eng und voll anti-stretch. Also der geht auch auf jeden Fall zurück. Den Badeanzug finde ich eigentlich auch ganz cool, aber auch, glaube ich, wieder nicht für meine Brust geeignet. Der hat hier so eine riesige Schleife und man kann sich das hier noch so ummachen, aber sieht auch, finde ich, ja, zu monströs irgendwie aus. Ben meckert, da sieht man es besser. Der hat hier seine Schleife.
Ich meine, so vom Stil her echt süß. Ich hatte als Kind das letzte Mal einen Badeanzug an. Finde ich eigentlich schon ganz cool. Ja, aber ich weiß dann auch nicht, wie oft ich ihn wirklich anhabe, weil ich im Sommer mich dann auch bräunen möchte und dann laufe ich auch wieder eher mit Bikini rum. Schals für die Jungs habe ich bestellt im Partnerlook. Ich glaube, die haben 3 Euro gekostet und für nächstes Jahr Winter passt das, glaube ich, ganz gut. Ich mag ja so neutrale Farben und Streifen sowieso. Das hier ist mega süß, aber einfach ultra kurz. Also es ist viel zu kurz. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Größen bei H&M immer sehr komisch. Also das Kleid ist nämlich auch 38, aber das ist so kurz. Ja, das ist viel, viel, viel zu kurz. Da kann ich den Kindern nicht hinterherlaufen in dem Kleid. Dann habe ich hier noch ein zweites Spitzenkleid, das passt von der Größe ganz gut, ist auch eine 38 und passt auch von der Länge ganz gut, aber das trägt wieder so auf den Hüften auf. Ich finde die Kleider immer so süß, wenn jemand ganz schmal ist und wirklich keine Hüften hat, aber wenn man eine Hüfte hat, ist mir das zu bäm, wenn ihr wisst, was ich meine. Der Rock ist auch voll süß, aber der passt mir auch nicht. Also tatsächlich denke ich, dass meine Hüfte irgendwie noch breiter ist von der Schwangerschaft und der Geburt, weil es passt irgendwie gar nicht. Hier habe ich so eine Leder-Imitat-Leggings und ja, ich bin da immer so zwiegespalten. Ich finde es irgendwie manchmal ganz cool, also die ist auch mega bequem, aber sie macht dann auch schon wieder fast so Falten. Also ich finde, die liegen dann nicht so eng an. Und ich weiß nie, ob ich das gut finde oder ob ich das scheiße finde. Da muss ich den Andreas fragen, was er davon hält. Dann habe ich hier so ein Birdie-Shirt. Das finde ich eigentlich ganz süß. Das ist die Leggings. Ja, irgendwie schon ganz cool, aber ich weiß auch nicht. Man müsste dann vielleicht auch ein längeres Oberteil tragen oder so. Dann habe ich hier noch so ein ganz braves Kleid. Da bin ich jetzt persönlich überrascht, dass das gar nicht so blöd ausschaut. Es tragt jetzt auch gar nicht auf. Also tatsächlich finde ich das jetzt gar nicht so scheiße. Das hätte ich mir nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Es passt doch irgendwie, ich meine, es ist ein bisschen ein Stilbruch mit der Leggings, aber es würde auch gehen. Das finde ich jetzt, da bin ich jetzt echt überrascht. Und wisst ihr, was ich meine? Das ist so gerade runtergeschnitten bei der Hüfte. Und wenn die Kleider so auseinandergehen bei der Hüfte und man eine Hüfte hat, dann sieht es echt unvorteilhaft aus. Also das ist jetzt so das Überraschungsstück des Hauls, um ehrlich zu sein. Ich bin ganz begeistert. Darin fühle ich mich fast dünn. Richtig gut. Ja, richtig cool. Das Shirt war übrigens eine XS und ich glaube, in S hätte es besser gesessen, aber es war halt im Sale nur eine XS und ich bestelle dann echt nur im Sale. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin echt aus dem Häuschen. Das ist, ich habe nämlich eben ein Kleid gesucht, was ich so, ja, was bequem ist und was ich halt auch mal so für ein bisschen schicker anziehen kann. So für ein Blogger-Event oder sowas würde das, finde ich, super gehen. Und da bin ich jetzt echt sehr positiv überrascht. Also sehr, sehr positiv überrascht. Dann Kai hat eine Sonnenbrille bekommen. Die zeige ich euch auch gleich. Und da sind noch 2 Kerzen drinnen. Die zeige ich euch auch. So sieht die Sonnenbrille aus. Ben findet das anscheinend ziemlich geil. Ich hoffe, Kai ist nicht zu klein. Ist es cool? Die Kerze, die war jetzt so krass eingepackt, dass ich die zweite eingepackt lasse. Und zwar die zweite ist einfach nur die gleiche in Grau. Also mit einem anderen Duft. Ich finde, die riecht gut und sieht auch echt süß aus. Ich habe mir die halt überlegt, so zum Verschenken kann man irgendwie immer wo dazugeben. Be awesome today. Fand ich voll süß. Ich dachte, die Preise interessieren euch vielleicht noch. Also der Barker kostet 20 Euro, Spitzenkleid 20 Euro, das ärmellose Kleid, was etwas aufgetragen hat, 15 Euro, die Leggings 8 Euro, die werde ich nehmen. Ich finde sie nämlich echt bequem und ich denke, öfters ja, braucht man vielleicht auch mal so für ein Outfit eine etwas fancier Leggings. So, was habe ich noch? Slim Jeans Blau, die haben sie mir unterschlagen.
Ach so, nein, Blödsinn. Das ist die von Kai wahrscheinlich. 10 Euro. Ach, 5 Euro kostet der Schal. Ja, das muss ich mir dann nochmal überlegen. Das Vögelchen-Shirt 5 Euro. Der Badeanzug 20 Euro. Also den werde ich sicher nicht nehmen für 20 Euro. Wenn er so 15 gekostet hätte, hätte ich ihn vielleicht mal genommen. Aber so werde ich ihn einfach viel zu selten anziehen. Kerze 3 Euro, Fischerhut 3 Euro, Tüllkleid, das Pinke 15 Euro und was kostet das, der Favorit des ganzen Hauls? Kleid in Rippenstrick war das, 15 Euro, richtig, richtig geil. Und das war's auch vom H&M Haul. Er war etwas chaotisch, aber ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir gerne ein Feedback da. Ich freue mich wie immer, eure Kommentare zu lesen und wünsche euch einen wundervollen Tag. Tschüss!